Jo Leute, was geht? Flusi hier und willkommen bei einem neuen Tutorial. Diesmal geht es um den Effekt CC Lens in After Effects CS 5. Und ja, damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, was das überhaupt ist, werde ich euch ein Video zeigen. Jo, dieser Effekt war diese Explosion hier, die ihr eben gesehen habt. Also, ich weiß nicht, ob man es noch so sieht. Nee. Ja, diese Welle, die hier kam. Und ja, sollten auch sehr viel kennen. Und ja, habe auf der Effekt ja schon auf. Auf der Clip reinziehen und mal wieder hier hoch. Dann unter. Ohne. Und ja, wollen wir mal gleich synchronisieren. Ein bisschen mal. Okay, wir wissen, dass ich. Genau ein Frame weiter, also wenn ich jetzt nach rechts gehen würde, würde ich da schießen. Ungefähr. Ach ja, Leute, noch eine kleine Umfrage. Oder ja, eine kleine Mitteilung besser gesagt. Ich habe ja ein neues Intro jetzt gemacht, also ist auch Template. Das ist das hier. Ihr kennt es ja hier schon alle, dieses Intro hier. Ja, das wird halt für Edits sein, also was ich editiert habe und sowas. Und das ist mein neues Intro, das wird jetzt nur noch für Tutorials sein. Und ja, finde es echt geil und ja, werde ich halt jetzt nur noch für Tutorials benutzen. Und wollte ich nur mal sagen. Egal, ihr müsst dann unter Effekt und Distort und dann unter CC Lens. So, dann macht ihr die Size erstmal auf 500. Und ja, der Frame ist ja eins weiter rechts, dann klicken wir hier mal diese schöne Uhr an und ja, bestätigen nochmal die 500 sicherheitshalber und dann gehen ein Frame halt nach rechts und machen hier eine 50 draus, dann sehen wir schon mal, ist eine gute cool und gehen jetzt mal ein bisschen weiter, zum Beispiel auf die, ja zwischen die 10 und die 11. Und wieder auf 500. Und ja, Leute, das war's auch schon eigentlich. Den Effekt könnt ihr natürlich so machen, wie ihr es gerne haben wollt. Umso weiter, sage ich mal, der Frame entfernt ist, umso länger dauert die Lens. Das ist nicht manchmal so schön. Oder umso näher der Frame an dem 100er, also ja, umso näher der 100, nee, der 50er Frame an den 100er ist, sieht man ja hier, verändert sich, umso schneller geht's halt. Und ja, da seht ihr halt, das ist diese geile Explosion. Sieht auch hier sehr gelungen aus, also sieht echt gut aus. Und ja. Ja, Leute. Das war ein sehr, sehr schneller Effekt. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Gebt ein Feedback und ja, haut rein, sehen uns beim nächsten Mal.